Einen recht schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind an diesem Sonntagmorgen, anstatt dem Kirchgang ins Theater. Ich begrüße Sie recht herzlich zur diesjährigen Lessing-Preis-Verleihung. Der Lessing-Preis ist der wichtigste Preis, den die Stadt Hamburg zu vergeben hat. Er wird alle 4 Jahre vergeben. Er richtet sich laut seiner Satzung an Menschen, an Gelehrte, an Dichter, an Menschen des Geisteslebens, sage ich mal so, die sich durch ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet haben, dem Namen und dem Anspruch des Namensgebers jetzt habe ich gerade den Ende des Satzes verloren, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, es ist mir etwas zu früh heute Morgen. Ich fange einfach nochmal an, ich sage Ihnen es einfach noch einmal. Und zwar als Hauptpreisträger, die den deutschen Kulturkreis angehören sollen, werden Dichter, Schriftsteller oder Gelehrte ausgewählt, deren Werke wirken unter dem hohen Anspruch, den der Namensgeber des Preises setzt, Auszeichnung verdienen. So, jetzt habe ich es auch hingekriegt. Der Hauptpreisträger bekommt 10.000 Euro. Für den Stipendiaten, den es in diesem Zusammenhang auch gibt, sind auch noch 5.000 Euro zu veranschlagen. Die Liste der bisherigen Preisträger und Stipendiaten dieses Preises ist lang, illuster und hauptsächlich männlich. Preisträgerinnen, also weibliche Preisträger, um es mal so auszudrücken, waren zuletzt Hannah Arendt, und das ist auch schon ein bisschen länger her, das war 1960. Ja. Und es gab noch, ja, das habe ich nicht vergessen, 1981 gab es auch noch die ungarische Philosophin Agnes Heller, die den Preis bekommen hat. Ansonsten war diese Liste bis heute rein männlich gestaltet. In diesem Jahr sind es gleich 2 Frauen. Die von der Jury, ja, und das ist vielleicht eine Tatsache, die ich hoffe in absehbarer Zukunft gar nicht mehr der Erwähnung benötigt. Aber ich sage es trotzdem noch einmal, es sind dieses Jahr 2 Frauen, für die sich die Jury, und ich sage auch eben mal kurz, aus welchen illustren Persönlichkeiten die Jury bestanden hat, für die sich die Jury bestehend aus Professor Claudia Bentin, Dr. Martin Dörri, Sandra Küpper und Professor Rainer Moritz dieses Jahr entschieden haben. Und zwar Frau Professor Juliane Rebentisch als Preisträgerin. Sie ist Philosophin und seit 2011 Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Hat in ihren Arbeiten sich oft mit der Verbindung von Politik und Ästhetik und Theatralität beschäftigt. Ein Thema ihrer Dissertation war die Ästhetik der Installation, Theatralik, Intermedialität und Ortsspezifik. Sie ist eine Philosophin, die auch durch ihre Schriften durchaus immer wieder in aktuelle gesellschaftliche Diskurse mit Einfluss nimmt. Sie ist seit 2014 auch als Vizepräsidentin der Hochschule für Gestaltung in Offenbach tätig. Außerdem ist sie die amtierende Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik. Als Stipendiatin Nino Haratischvili. Die bereits als Jugendliche eine Theatergruppe gründete mit dem Namen Flieder Theater, für das sie auch schon Stücke geschrieben hat, eine deutsch-georgische Theatergruppe, hat nach dem Studium der Filmregie an der Staatlichen Schule für Film und Theater in Tiflis hier in Hamburg von 2003 bis 2007 Theaterregie studiert und arbeitet natürlich auch als Regisseurin an verschiedenen Theatern hier in Deutschland, auch schreibt Stücke, die aufgeführt werden, hat aber vor allen Dingen auch durch ihre Romane größere Aufmerksamkeit erlangt. Mit ihrem Romandebüt Julia stand Haratischvili auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und ihr zweiter Roman, Mein sanfter Zwilling, wurde mit dem Preis der Hotlist der unabhängigen Verlage ausgezeichnet. 2014 wiederum erschien Nino Haratischvilis dritter Roman, Das achte Leben, für Brilka, für den sie ein Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung für Recherchen in Russland und Georgien erhielt.
Ein Buch, was auch hier in unserem Theater, im Taliertheater, als dessen Vertreter ich mich mal kurz vorstelle. Mein Name ist nämlich Thilo Werner und ich bin eigentlich hier Schauspieler in diesem Theater. Und es ist vielleicht für die heutige Veranstaltung nicht ganz verkehrt, dass wir die in einem Theater machen, weil beide zu ehrenden Damen doch als Schnittmenge da durchaus das Theater haben, aus philosophisch-ästhetischer Sicht und eben aber auch aus praktischer Sicht im Fall von Nino Haratischvili. Ich würde jetzt gerne den Kultursenator Carsten Bruster und eine Vertreterin der Jury, Marie Schmidt, hier auf die Bühne bitten. Genau. Kommen Sie mal kurz rauf. Ja. Und zwar würden wir ganz gerne, bevor, nehmen Sie ruhig Platz hier, sind zwei Sessel mit jeweils einem Mikrofon, bitte schön. Nehmen wir die Dame in die Mitte. Ja, ne? Gut. Flankiert von zwei Seiten. Nein, die Überlegung war diesen Morgen, ich bin immer versucht zu sagen Abend, weil es mir so ungewöhnlich ist, an einem Morgen auf der Bühne zu sein, aber also an diesem Morgen diese Preisverleihung zu beginnen zu lassen mit einem Gespräch. Und meine Frage wäre gleich an Sie, Frau Schmidt, woraus ist für Sie das Interesse für Juliane Reventisch, also eine Philosophin, eine Ästhetin, sagen wir mal auch ein Gebiet, was ja normalerweise dann doch etwas unter dem Radar der allgemeinen Aufmerksamkeit durchrutscht, wodurch ist für Sie das Interesse an ihr entstanden? Wodurch sind Sie auf sie aufmerksam geworden? Also sollte das so sein, dass dieses Themengebiet durch den Radar rutscht, dann wäre ich natürlich als Feuilleton-Redakteurin da absolut dagegen. Und da ist es auch für mich wahnsinnig wichtig, eine Denkerin als sozusagen Vorbild oder als jemand zu haben, an dem ich mich orientieren kann, der Fragen der Kunst, aber auch Fragen der Gesellschaft sozusagen in ihrem Zusammenhang darüber nachdenkt. Weil ich finde, das ist unheimlich bezeichnend für unsere Zeit, dass sie ein Wort wie Alternativlosigkeit hervorgebracht hat. Ja? Wir sind alle immer so wahnsinnig beschäftigt mit dem, was eben immer sowieso schon passiert. Und vielleicht hat es auch zu tun mit den kurzen Aufmerksamkeitsspannen unserer aktuellen Medien. Aber von Juliane Reventisch kann man eben lernen, dass im Kern unserer politischen Form, die wir uns gegeben haben, der Demokratie, ja schon etwas lebt wie der Möglichkeitssinn, den wir eben aus der Kunst kennen. Also die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu fragen, was machen wir hier eigentlich? Wer gehört eigentlich zu diesem Wir dazu? Können wir uns nicht eigentlich vorstellen, dass alles ganz anders laufen sollte, alle diese Dinge? Und da glaube ich, braucht es eben eine ästhetische Theorie, die diese Fragen auf der Höhe der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stellen kann. Und diese Fragen finden ja statt. Also wir reden seit Monaten über ein Gedicht, das Jahrzehnte alt ist, von Eugen Gombringer, ob das auf einer Hauswand irgendwo in Berlin stehen soll. Ja. Offensichtlich brechen sich da wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzungen an solchen Fragen. Und da brauchen wir natürlich auch Philosophen. Und Juliane Reventisch ist diese Philosophin, die das auf der Höhe der Gegenwart, der Kunst und der Theorie eben besprechen und bedenken kann. Herr Bruster, Sie haben ja vorher gesagt, vor Ihrem Politikerleben waren auch Sie als Kommunikationswissenschaftler, wenn ich das richtig ausdrücke, tätig. Eines der Hauptthemen von Juliane Reventisch ist ja die Frage der Verbindung von Ästhetik oder Theatralität und Politik. Also anders ausgedrückt, wie viel Theater findet in der Politik statt? Was für das Theater häufig ein Problem ist, weil das Theater dann gar nicht mehr weiß, wie es überhaupt Politik darstellen soll, weil die Mittel sind ja schon von der Politik besetzt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, aus beiden Perspektiven, also sowohl aus der Perspektive des aktiven Politikers als auch aus der Perspektive des Wissenschaftlers zu diesem Thema etwas sagen kann, wo liegen da für Sie die Problemfelder oder die Inspirationsmöglichkeiten auch von Juliane Reventisch und Ihrem Ansatz? Bei der Frage bitte ich Sie, sich alle jetzt zurückzulehnen. Das kann länger dauern, wenn ich das alles beantworte, was da drin steckt. Ja. Also in der Tat, ich habe mal in einem Forschungsprojekt gearbeitet zu Theatralität und Argumentativität in der Mediengesellschaft, in dem wir uns politische Inszenierungsstrategien angeguckt haben, und zwar entlang der Theatermetapher von Fischer-Lichte. Also das geht erstaunlich gut. Man kommt in der Interpretation politischer Zusammenhänge erstaunlich weit. Und das ist ehrlicherweise das, was mich dann an der Lektüre der Schriften von Juliane Reventisch auch sehr gefreut hat, dass sie aufhört oder aufräumt mit dieser klassischen, sehr vereinfachten Inszenierungs- und Ästhetisierungskritik, die wir so haben. So nach dem Muster, wenn Politik sich gut inszeniert, dann steckt da ja nichts dahinter. Das ist ja so ein Generalverdacht, den wir tatsächlich haben, der ein Stück weit was mit medialen Inszenierungs- und Vermittlungsbedingungen zu tun habe, weil ich aus dem Publikum heraus nicht mehr weiß,
und nicht mehr ohne weiteres nachvollziehen kann, ob das, was mir symbolisch präsentiert wird, eigentlich noch einen tatsächlichen, realen politischen Kern hat oder nicht. Also um mal zwei Beispiele zu nehmen, symbolische Inszenierung, warum sie positiv wie negativ sein können, der Kniefall von Willy Brandt als eines sozusagen der ikonografischen Politikbilder sozusagen der Bundesrepublik, verdichtete eine politische Neuorientierung im Verhältnis zu den osteuropäischen Ländern und sozusagen hatte einfach nur letztlich eine sehr klare, starke symbolische Wirkung. Der Sprung von Klaus Töpfer in den Rhein, zwei Jahre nach der Chemiekatastrophe bei Sandoz, den er auch noch im Neoprenanzug vollführt hat, hat leider verschleiert, dass der Rhein kein bisschen sauberer geworden war als im Jahr davor. Und als dann eine Woche später Greenpeace die entsprechenden Studien veröffentlicht hat, tauchten die auf Seite 14 in der Randspaltenmeldung auf, während Töpfer sozusagen auf Seite 1 war. Das heißt, es geht nicht darum, dass inszeniert wird, sondern es geht um die Frage, wie inszeniert wird und wie sich der Verweisungs- und Verdichtungszusammenhang zwischen Symbol oder Inszenierung und Aufführung zu tatsächlichem realen politischen Kern verhält. Und solange wir da aufrichtig bleiben, glaube ich, sind wir alle der Meinung, dass wir Politik auch mit einer sinnlichen Dimension durchaus gerne haben wollen und auch immer schon gehabt haben. Selbst wenn Helmut Schmidt in den 70er Jahren dicke Leitsaktenordner in TV-Sendungen mit reingeschleppt hat und neben Helmut Kohl mit so drei Aktenordnern saß während eines TV-Duells, hat er das bestimmt gemacht, nachdem er vorher darüber nachgedacht hat, ob er das gemacht hat und nachdem er darüber nachgedacht hat, welche Wirkung er damit erzielen will. Und die Wirkung war, ich inszeniere mich nicht. Also man kann auch die Nicht-Inszenierung inszenieren, dann wird es irgendwie mit der Locke auf der Glatze. Ja. Aber da ist, anders geht das heutzutage gar nicht mehr, ehrlicherweise. Ich glaube, in der Politik leben wir damit, vielleicht das noch als letzten Satz dazu, dass wir die Schwierigkeit aufbrechen müssen, dass wir das Bild immer noch nicht als Behauptung über die Wirklichkeit erkennen, sondern über den essentialistischen Trugschluss immer noch der Meinung sind, das ist so, wie es auf dem Bild ist. Deswegen wirkt das Bild so viel stärker als der Text. Beim Text kennen wir den Autor. Beim Bild lassen wir uns immer noch davon überrumpeln, dass wir meinen, nur so kann es sein. Und ich glaube, da müssen wir ran, dass diese sozusagen Grundannahme, die man in der politischen Inszenierung hat, einer aufs Auge sind besser als acht aufs Ohr, so ein bisschen wie beim Boxen, dass das nicht mehr gilt, sondern dass wir es auch schaffen, Bilder einer Inszenierungskritik hinterziehen zu können, um hinter ihren realen Gehalt zu kommen. Ich glaube, dann lernen wir ganz viel für die Aufklärung, die wir in unseren Mediengesellschaften brauchen. Und da können wir Politik auch wieder viel entspannter betrachten und können diesen Generalverdacht mal beiseite schieben. Ja, es ist ja... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine der Hauptthesen auch von Juliane Rebentisch zu sagen, gerade die Theatralisierung bedeutet eigentlich eine Vertiefung des demokratischen Prozesses. Also ein Gedanke, der einem erstmal paradox oder absurd erscheint, weil man immer den Anspruch hat an die Politik und auch an die Darstellung von Politik von größtmöglicher Authentizität und Wahrheit. Und da passt natürlich der Begriff von Theatralität und von möglicherweise auch Distanz und Ironie und Abstand nicht wirklich rein. Und auch das, ich finde das ein inspirierender Gedanke, weiß gar nicht genau, wo das konkret hinführt, aber dass man möglicherweise demnächst, also auch als, sage ich jetzt mal fast Publikum, also als Wähler und Bewohner dieses Landes, um sozusagen Bürger dieses Landes, durchaus in der Lage sein sollte, mit ästhetischen Kriterien möglicherweise auch politische Vorgänge zu lesen und zu kritisieren und nicht nur mit inhaltlichen. Ja, das passiert ja auch zum Teil. Ich glaube, man muss aufpassen, dass sich die Beschäftigung mit dem Politischen nicht darin erschöpft, weil sie dann zu so einer Oberflächenphänomenologie wird, die auch schwierig ist. Also ich glaube, ich muss, wenn ich politisch Bericht erstatte, immer auch, oder Politik mache, immer auch die Kernbohrung sozusagen in den tatsächlichen Gehalt, weil das, was Politik am Ende macht, ist verbindliche Entscheidungen treffen, die für das gesamte Gemeinwesen Gültigkeit haben sollen. Und da reicht es nicht, auf der ästhetischen Ebene zu bleiben. Es reicht aber umgekehrt auch nicht so zu tun, als ob ich diese Fragen beantworten könnte, ohne dass ich eine ästhetische Ebene dabei auch mit in den Blick bekomme. Und das ist eher unser Problem, dass wir so eine überschießende Generalkritik am Anfang haben, nach dem Muster, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dann seid ihr im Prinzip schon nicht mehr authentisch. Gleichwohl macht sich jeder darüber Gedanken. Also wir sehen alle momentan in den Zeitungen die schönen Bilder des neuen Vorsitzenden der Grünen Partei, Robert Habeck. Wenn Sie mal einen Moment darüber nachdenken, wie komplex es ist, das Bild entstehen zu lassen, indem er in dem Bug dieses Bootes auf der Kieler Förde sitzt, oder sozusagen eher wie so eine... Dann Galionsfigur vorne dran hängt. Sie brauchen mindestens ein zweites Boot, das mit gleicher Geschwindigkeit daneben herfährt, auf dem die Fotografen sind, die dieses Bild machen. Und Sie brauchen die richtigen Fotografen an Bord. Das ist ein hochkomplexer Inszenierungsprozess, der wahrscheinlich die Mittel eines Theaters vollständig auch ausschöpfen würde. Gleichwohl... Übersteigen. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Aber im Thalia-Theater ist das der Basso Continuo, ich weiß. Aber ich glaube an der Stelle, dass das so ist, muss man wissen.
kann man aber auch ganz gelassen so hinnehmen, weil es erstmal noch überhaupt gar keine wertende Aussage darüber ist, was für eine Politik dieser Mensch macht, sondern das entscheidet sich entlang von ganz anderen Fragen, der Stimmigkeiten oder dann auch der dahinterliegenden Themen, die er verdichtet damit. Abgesehen von den sozusagen konkreten politischen Vorgängen, also ich möchte natürlich auch, dass die Politiker, die wir haben, Steuerpolitik beispielsweise möglichst konkret und möglichst authentisch machen. Ja. Nur es geht natürlich in dieser Frage solcher Fotos auch darum, dass sich eine Gesellschaft darüber oder dass eine Gesellschaft alle imaginären Kräfte, die sie hat, auch darin setzt, die Frage, wer möchten wir eigentlich, dass uns repräsentiert, wer kann für diesen den Volkssouverän, ja, also dieses Wir, das wir alle irgendwie bilden, indem wir an einem Sonntag zur Wahl gehen, wer soll dafür stehen, ja, wenn wir jetzt gerne jemand haben, der eben sich den Wind durch die Haare wehen lässt, aha, ja, es ist genau, wir reden dann immer noch über die Repräsentation von, glaube ich, bestimmten Klassen und Geschlechter, Positionierungen irgendwie in der Gesellschaft. Ja? Das ist wiederum das, was im Medium der Kunst sehr stark eben stattfindet. Und das ist eine Kritik, die man an Steuerpolitik nicht richten kann, natürlich. Ja? Und dann artikuliert sie sich eben im Medium der Kritik an einem Gedicht oder der Kritik an einem Bild, das irgendwo hängt oder nicht hängen soll oder sowas. Und ich glaube, dass das Fragen sind sozusagen nicht der konkreten alltäglichen Politik, sondern der Policy der Gesellschaft als solcher. Und die, glaube ich, für die braucht man Philosophie und ästhetische Erfahrungen, um diese Fragen auch stellen zu können. Vielleicht dazu einen Satz. Man kann das ja sehr schön auch deutlich machen, wenn man tatsächlich von einzelnen Politikern weggeht und auch wenn man in die vormediale Zeit, sondern mal so vor massenmediale Zeit geht. Wenn man sich beispielsweise mal die Ikonografie Washingtons anguckt, dann ist das nichts anderes als eine einzige grandiose Demokratieinszenierung, die sozusagen mit Anklängen an Renaissance und Klassizismus natürlich eine bestimmte Geschichte erzählen will und diese, sozusagen ihre Protagonisten auf Bühnen stellt. Das Gleiche kann ich mir in Brasilia angucken und ehrlicherweise auch in Berlin in der Art und Weise, wie wir dort versuchen, unseren Regierungsbauten nach der Wiedervereinigung zu inszenieren, hat auch das was damit zu tun, mit welcher Ikonografie sich ein Gemeinwesen auflädt. Und das ist natürlich etwas, was weit jenseits des Politischen liegt. Ich bin noch eine Antwort schuldig, weil Sie vorhin gefragt haben, was macht das Theater denn dann? Bitte auf keinen Fall einfach sagen, dann machen wir platt Politik und lassen die Mittel des Theaters weg, sondern ich wäre sehr dafür, das Spiel beherrscht das Theater immer besser als die Politik. Und man wird sozusagen die Politik niemals schöner dekonstruieren können als im Spiel. Und das muss das Theater immer machen, weil das Theater da die vollständige Freiheit hat, während die Politik an der Stelle immer wieder an Grenzen stößt, an denen sie selber auch ihre eigenen sozusagen Möglichkeitsgrenzen am Ende der Möglichkeitsräume spürt. Und das Theater kann immer noch den Schritt weitergehen. Und das ist ehrlicherweise die Chance, die auf der Bühne des Theaters besteht, die auf der Bühne der Politik ziemlich zügig sanktioniert wird, wenn man an diese Grenze kommt und dann den nächsten Schritt noch macht. Es gibt möglicherweise ein ganz schönes Beispiel dafür. Nino Haratischvilis Roman »Das achte Leben« ist hier als Inszenierung im Thalia Theater zu sehen. Eine Inszenierung, die, glaube ich, in der Vorbereitung sowohl vom Theater als möglicherweise auch vom Publikum eher skeptisch beäugt wurde, weil kann man aus diesem Riesenroman überhaupt Theater machen? A, B, muss schon wieder ein Roman auf die Bühne? C, was interessiert eigentlich die georgische Realität oder die Beschreibung georgischer Realität und Geschichte an den Hamburger Zuschauer? Und siehe da, es ist ein ganz großer Erfolg geworden hier an dem Theater, was natürlich an der Kraft des Textes liegt. Nino Haratischvili macht ja in ihrem Roman in Anführungsstrichen etwas ganz Einfaches und auch in Anführungsstrichen etwas ganz Altmodisches, nämlich anhand einer Familie Weltgeschichte zu erzählen. Also das, wie Weltgeschichte auf die Schicksale einer Familie einwirkt. Und das scheint immer noch wieder ein Modell zu sein, auch eine Konstruktion zu sein, die sehr gut funktioniert im Sinne von, plötzlich habe ich das Gefühl als Zuschauer oder auch als Leser, es ist zwar georgische Geschichte, aber ich finde natürlich ganz schnell in meinem eigenen Leben auch Beispiele und Parallelen dazu. Wenn ich jetzt nochmal die Frage an Sie weitergebe, die Nino Haratischvili als Autorin, wodurch sind Sie, ich stelle einfach die gleiche Frage, wodurch sind Sie auf Sie als Autorin in erster Linie aufmerksam geworden? Was war das, was Sie am Anfang am stärksten an ihr fasziniert hat?
Also was daran natürlich wirklich auch sehr überzeugend ist, auch in diesem Sinne, sich zu emanzipieren, sich freizumachen von diesem, sozusagen dem, was sowieso jetzt im Moment immer so passiert, ist natürlich sich zu überlegen, wo kommen wir eigentlich her, wie denken wir zurück. Und Nini Muharatischvilis Roman macht ja einen sehr weiten Bogen über mehrere Generationen und schafft es, die sozusagen affektiv aneinander und an den Leser zu binden und damit sozusagen ein Gefühl zu schaffen für eine Tiefe der Geschichte, ja, eine weit zurückreichende Verwurzelung in der Herkunft von sehr vielen Menschen, ja, deren wiederum Erfahrungen und Erlebnissen. Und ich glaube, sowas, das kann man nicht oft genug durchleben, durchlesen, durchmachen, durchspielen im Theater. Gerade auch in seiner sozusagen metaphorischen Vielfalt, in dem Bilder zu finden für diese Vielfalt der affektiven Bindungen an einen weiten historischen Horizont. Oder könnte es auch daran liegen, dass es uns gerade hilft, dass in der Erkenntnis unser Selbst uns Leute in Anführungsstrichen von außen beschreiben? Also ich habe das Gefühl, beim achten Leben geht es natürlich um Europa, aber es wird beschrieben von Georgien aus. Und plötzlich erfahre ich möglicherweise Dinge, die ich, wenn ich sie aus dem Zentrum heraus erzählt hätte, nicht erfahren hätte oder nicht erlebt hätte. Was denken Sie, Herr Broster, wie stark können uns eben diese Stimmen von außen, die uns beschreiben, helfen auch in der Erkenntnis unserer selbst? Das ist eine Frage, wo ich jetzt sagen kann, sehr stark. Punkt, ja. Weil sagen, natürlich man immer von außen Dinge erkennt, die man selber nicht erkennt. Wir haben blinde Flecken, alle miteinander in der Selbstwahrnehmung, die wir aber nur erkennen können, wenn uns jemand spiegelt. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Was ich finde, was bei sagen, der Inszenierung von Das achte Leben dazugekommen ist und auch schon im Roman, ist einfach die Kraft von Narrativen, die man so deutlich erlebt. Also es ist ja die sinnliche Kraft und damit auch die sinnstiftende Kraft. Also dass tatsächlich der große Bogen gespannt wird und in diesem großen Bogen Dinge zueinander in Beziehung gesetzt werden und dann auch einfach erzählt werden und man sich dort eine Autorin ist, die sich traut zu erzählen, macht mich sehr glücklich, weil ich es mag, wenn Autoren erzählen können, ausdrücklich. Das finde ich eine ganz, ganz große Qualität, weil schon dieses Sinn und Sinnlichkeit nicht umsonst vom gleichen Wortstamm kommt und ich durch Sinnlichkeit auch Sinn erzeugen kann. Und das, finde ich, passiert sowohl im Buch als auch im Theaterabend permanent und immer wieder, weil ich einfach sehr eindrücklich, genau wie Sie gesagt haben, Dinge gespiegelt bekomme, die ich auf mich selber beziehen kann und dann auch weiter verarbeiten kann und ich ganz viel mitgenommen habe. Also ich weiß, dass ich in den Theaterabend seinerzeit reingegangen bin, nachdem es, glaube ich, 5 Stunden. Und mittlerweile weiß ich, dass es 2-Stunden-Stücke gibt, die sich deutlich länger anfühlen können als 5-Stunden-Stücke. Und dieses sagen, Stück am Ende wie im Flug vergangen ist. Und ich sagte, ich will auch noch 3 machen. Also das Gefühl, das sie bei Castorf heute nicht mehr jedes Mal hatten, da hatte ich es. Insofern, das ist schon eine ganz große Qualität. Und natürlich hat es was damit zu tun, dass Kulturen eben nicht nur homogen geschlossen sind und sich aus sich selbst heraus definieren, sondern alle in so vielen Wechselbeziehungen zueinander ästhetisch und ethisch miteinander sich befinden, dass sie sich gar nicht mehr aus sich selbst herausschöpfend erklären können. Sie konnten es wahrscheinlich noch nie, aber heute kann niemand mehr noch nicht mal behaupten, dass es möglich wäre. Und das ist vielleicht auch ein ganz starkes Motiv im Kampf gegen diejenigen, die heutzutage in unseren Gesellschaften genau diese ästhetische und ethische und politische und ethnische Schließung von Kulturen wieder fordern. Das ist ein sinnloses Unterfangen und dem sollte man hart entgegentreten. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank dafür dieses kurze Gespräch. Ich würde jetzt weitermachen. Eckhard Knörer würde ich bitten, auf die Bühne zu kommen. Ja, tschüss. Und zwar, ich sage Ihnen auch noch, Eckhard Knörer wird jetzt die Laudatio halten für Juliane Rebentisch. Er ist selber Zeitschriftenredakteur, Kulturwissenschaftler und Filmkritiker, wenn ich das richtig weiß, Mitherausgeber der Zeitschrift Merkur und Redakteur auch da natürlich und hat in zahlreichen Aufsätzen auch sich über Film und über popkulturelle Phänomene, sage ich jetzt mal so, geäußert. Ich übergebe das Wort an Eckhard Knörer. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, liebes Publikum, liebe Juliane, ich ahne dich. Liebe Juliane, ich gratuliere dir zum Lessing-Preis. Ich gratuliere der Jury zu einer sehr klugen Entscheidung. Und ich gratuliere last not least dem Lessing-Preis zu seiner Preisträgerin. Der arme Preis hatte, wie schon erwähnt, vermutlich längst vergessen, dass nicht nur Männer für ihn qualifiziert sind. Mir ist das glückliche Los zugefallen, Juliane zu loben.
Ein glückliches Los, denn das ist nun wirklich nicht schwer. Juliane Rebentisch zu loben, die scharfsinnige Philosophin, die präzise Deuterin zeitgenössischer Kunst, die hochgeschätzte Lehrerin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, die aktuelle Präsidentin, das wurde schon erwähnt, der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik, die immer klare und deutliche Diskussionspartnerin, die in ihren Argumenten niemals Gefangene macht, Juliane Rebentisch, die öffentliche Streiterin für das bessere Argument und, wie wir gleich in ihrer Rede hören werden, für die Notwendigkeit, Räume für das bessere Argument offen zu halten. Und Juliane Rebentisch, das auch, die unermüdliche Kämpferin gegen die Zumutungen des zeitgenössischen Kapitalismus, der unter dem Anschein neuer Freiheitsversprechen neue Zwänge zur Selbstverwirklichung versteckt. Juliane, ihre Person und ihre Texte, sie wollen nie überrumpeln, sondern immer transparent argumentieren. Sie wollen nie das letzte Wort, sie sind zum Weiterdenken stets offen. Juliane im Gespräch und im Text ist bei aller Bestimmtheit, die ihr auch eignet, im besten Sinn dialogisch orientiert. Wir kennen uns, ich habe nachgerechnet, seit 20 Jahren haben wir uns kennengelernt als Doktoranden im Graduiertenkolleg Repräsentation Rhetorik Wissen in Frankfurt-Oder. Aus ihrer Diss wurde dann der Band Ästhetik der Installation. Ich glaube, hier werden irgendwie dann auch so Titel hingeschrieben, der mehr als einflussreich für die Philosophie der Kunst und auch einer der Longseller der Edition Surkamp ist, aktuell in der 6. Auflage, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein Glück, dass eine Diss sehr selten widerfährt. Es war für mich ein großes Glück, Juliane in den Seminargesprächen und Diskussionen zu erleben, denn nicht nur kann Juliane gar nicht anders, als zu allem immer denkbar Kluges zu sagen zu haben. Viel besser noch, Julianes Anwesenheit macht alle anderen Diskutierenden immer klüger durch den zwanglosen Zwang ihrer unbestechlichen Intelligenz. Ich erinnere mich gut daran, wie Juliane mich einmal beiseite nahm und freundlich, aber auch ein wenig streng mahnte, ich soll doch auch mal was sagen. Rege Beteiligung am Seminargespräch war nicht so mein Ding und ich fürchte, Julianes Aufmunterung hat damals wenig geholfen. Aber diesmal, liebe Juliane, hast du mich gekriegt. Ich könnte nun die mir zustehenden Minuten die ganze Zeit Juliane loben, das könnte ich wirklich. Aber schon Lessing hat bekanntlich gesagt, alle Lessing-Preisträger wollen weniger gelobt und fleißiger gelesen sein. In der Tat hat mir die Aufgabe des Laudierens, des Laudierens, das Vergnügen der Lektüre und Relektüre von Julianes Texten verschafft. Also werde ich in der gebotenen Kürze über das sprechen, was mir an Juliane Rebentischs Philosophie mir jedenfalls zentral scheint. Wenn ich das philosophische Denken von Juliane Rebentisch in einem Satz zusammenfassen sollte, dann ginge der versuchsweise so. Wir haben uns Menschen als Subjekte vorzustellen, die die Erfahrung des Ästhetischen machen können und wollen. Das impliziert zum einen gewiss eine Philosophie der Kunst und des Ästhetischen. Zum anderen aber geht es ihr immer auch um eine Philosophie des Subjekts. Oder eben nicht zum anderen. Die Erfahrung des Ästhetischen ist keine, die wir sozusagen in unserer Subjektfreizeit machen. Eine Erfahrung also, die an dem, was es heißt, ein Subjekt zu sein, nichts weiter änderte. Die Möglichkeit der Erfahrung des Ästhetischen ist vielmehr konstitutiv für das, was es heißt, ein Subjekt zu sein. Klingt nach Kant, und der Kant der Kritik der Urteilskraft ist als Philosoph, der das Ästhetische von der Erfahrung des Ästhetischen her gedacht hat, immer auch zentraler Bezugspunkt bei aller Kritik. Aber Rebentisch folgt den Kant-Revisionen der kritischen Theorie von Adorno her, dann aber vor allem in der post-adonitisch-kunstaffinen Dissidentenlinie von, einfach um die Namen mal zu nennen, Albrecht Wellmer, Martin Seel auch, Christoph Menke nicht zuletzt oder auch Gertrud Koch. Die heißt auch, das Subjekt, das die Erfahrung des Ästhetischen machen kann, ist immer als Subjekt in Gesellschaft gedacht. Und zwar in Gesellschaft der zu erfahrenen Gegenstände der Kunst, aber natürlich auch in Gesellschaft andere Subjekte. Und nicht das eine zufällig neben dem anderen, sondern die Art, wie sich Subjekte auf Kunst beziehen, ist womöglich von der Art, wie Subjekte sich aufeinander beziehen, gar nicht so verschieden, wie man zunächst vielleicht denkt. Noch einmal etwas anders gesagt, Juliane Rebentischs Philosophie des Subjekts ist eine kritische Philosophie der Gesellschaft. Was heißt, dass es um Subjekte immer in Verhältnissen geht. Die Erfahrung des Ästhetischen, wie Subjekte sie machen können und machen wollen, ist, darum geht es, eine Erfahrung nicht der Vereinzelung, sondern der Vergesellschaftung. Und sie ist eine Erfahrung, die uns Verhältnisse lehrt. Verhältnisse zu Objekten der Kunst, aber auch Verhältnisse des Subjekts zu sich selbst. In der Kunst wenden sich Subjekte nicht vom Sozialen und vom Politischen ab. Kunst lehrt vielmehr, was es heißt, sich einem Objekt, das einen adressiert,
reflexiv zuzuwenden. Das heißt nicht, dass Kunst und Leben ineinander aufgehen können oder auch nicht Politik und Theater. Es heißt insbesondere nicht, dass die Kunst danach streben sollte, im Leben aufzugehen. Kunst ist Kunst als eine Form, die erscheint. Das Erscheinen, der ästhetische Schein, ist ihre Form der Wirklichkeit. Ihr Erscheinen setzt eine Dynamik zwischen Werk und Interpret in Gang. Und diese Dynamik, eine Herausforderung des Subjekts durch das Werk, ist der Kern der ästhetischen Erfahrung. Das Werk ist dabei notwendig gedacht als etwas, das offen ist für die Deutung. Die Werke der Gegenwartskunst, an denen das vorgeführt wird und an denen Juliane das vielfach vorgeführt hat, schließen sich nicht ab, sondern öffnen sich für die und den, der sich auf die Dynamik des Deutens einzulassen bereit ist. Sie öffnen sich, andersherum gesagt, für Subjekte, die ihrerseits bereit sind, sich zu öffnen, also die Erfahrung des Ästhetischen zu machen. Das Ereignis des Ästhetischen freilich trägt sich nicht in einem Himmel der Ideen, in einem Separé der Autonomie und nicht in der Transzendentalität zu, sondern potenziell immer und überall. Die Subjekte, also du und ich, also wir, das ist darin impliziert, und Julian sagt es ausdrücklich, sind dabei eben nicht, wie noch bei Kant, gedacht und gemeint als abstrakt transzendentale, sondern als empirisch situierte Subjekte. Sie haben ihren historischen Ort, das Subjekt wie das Werk erscheinen im Hier und im Jetzt. Kunst bzw. die Künste nehmen im Hier und im Jetzt Rahmungen vor. Sie schaffen einen Raum für die ihnen spezifische Dynamik von Form und Inhalt, von deutender Reflexion auf sie selbst, auch von deutender Reflexion auf den Rahmen und auch die Setzung des Rahmens. Dieser Rahmen verfehlt seine Funktion, wenn er schließt, statt offen zu halten oder besser zu öffnen. Von dieser Forderung aus, Kunst, und eben nicht nur Kunst heißt Öffnung, lässt sich ohne große Probleme eine Kritik, zum Beispiel der Institutionen der Künste, formulieren. Kunst heißt immer auch Nachdenken über Kunst. Nachdenken über das Setzen von Rahmen. Nachdenken über das Angesprochenwerden von etwas, das nicht gleich sagt, was es von einem will. Das ist ein Nachdenken, das nicht endet. Es ist auch ein Nachdenken mit allen Sinnen, das über die Begriffe geht. Die Philosophie kann die Erfahrung des ästhetischen Denken aber nicht fassen. Man versteht, mit Kunst konfrontiert, nie ein für allemal, womit man es zu tun hat. Und diese Erfahrung wirkt auf einen selber zurück. Das Subjekt weiß in der Aushandlung mit dem Werk auch nicht mehr genau, wer es ist. Die Erfahrung des Ästhetischen ist anders gesagt eine Erfahrung, mit der man nicht zurande kommt. Man kann immer noch etwas denken und ist immer über den Begriff hinaus affiziert, den man sich macht, von der Kunst und von sich in der Erfahrung des Ästhetischen. Mit einem Wort, auch anders gesagt, Kunst ist das Gegenteil von Konsum. Subjekte, die die Erfahrung des Ästhetischen machen können und wollen, sind für Juliane Rebentisch darum Subjekte, die emanzipiert sind und frei. Und frei heißt nicht, ungebunden zu sein, sondern sich in einer Form von Gebundenheit oder in vielen Formen von Gebundenheit als frei zu erfahren. Die Erfahrung des Ästhetischen ist in der beschriebenen Weise nicht zuletzt immer auch eine Erfahrung, die das Subjekt von sich selbst distanziert. Diese Erfahrung ist wichtig auch in Bereichen, die nicht die Kernbereiche des Ästhetischen sind. So erklärt sich, warum Juliane ihre politische Philosophie unter die Überschrift Die Kunst der Freiheit stellen kann. Das ist der Titel ihres Buchs, das den Untertitel Zur Dialektik demokratischer Existenz trägt. Dazu könnte man viel sagen. Aber keine Angst, ich bin quasi am Ende. Da müssen Sie selber weiterlesen. Eines aber noch, das ich bislang nicht erwähnt habe, etwas, das für Juliane, wenn man sie kennt, zentral ist, aber gern unterschätzt wird, weil es in ihren Texten nicht unbedingt dominant ist. Ihr Sinn für Humor. Als ich sie noch nicht lange her für eine Gesprächsreihe zu Fernsehserien anfragte, wollte sie über keines der kanonisierten Quality-TV-Schwergewichte sprechen, sondern über die durchgeknallten Ladies der britischen Sitcom Absolutely Fabulous. Es hat sehr gut gepasst und ich erwähne es nicht zuletzt deshalb, weil es mir ein schönes Schlusswort gibt für den Schluss. Denn Absolutely Fabulous, liebe Juliane, bist du. Danke. Vielen Dank, Herr Kapnöring. Dürfte ich jetzt noch einmal den Kultursenator Carsten Ruster auf die Bühne bitten, um den Preis
zu übergeben. Ich habe mir die Urkunde hier hingelegt. Wunderbar. Das sind immer diese Preisverleihungen, bei denen ich Kilometergeld beantragen sollte. Ich komme nochmal, keine Angst. Aber ich habe jetzt die Aufgabe, die Begründung der Jury nochmal vorzulesen. Das muss ich angesichts des Lichtes mit Brille tun. Das Preisrichterkollegium begründet seine Entscheidung wie folgt. Indem sie an den Grenzlinien von Politik, Gesellschaft und Ästhetik forscht, schafft es die Philosophin Juliane Redentisch auf einzigartige Weise, zeitgenössische Konflikte zu formulieren und sie in einen weiten historischen Denkhorizont zu stellen. Sie ist damit eine bedeutende Instanz der Kritik und sorgt für ausnehmend fundierte Orientierung in aktuellen Debatten. Denn gerade heute wird heftig gestritten über die von unseren Gesellschaften geteilten oder nicht mehr geteilten Symbole und Identitäten und den großen Einfluss, den die Kunst und die Ästhetik auf diesen Bereich des Gemeinsamen haben. Durch Juliane Redentischs Studien wird klar, auf welche riskante Weise die unsere Demokratie tragende Logik der Repräsentation und vor allem deren Legitimität zur Disposition steht, in einem doppelten Sinne. So arbeitet Juliane Redentisch nicht nur an der Frage, welche Wirkung die Kunst auf gesellschaftliche Wirklichkeit hat, sie wirft damit immer auch helles Licht auf die Frage, wie sich Macht in Demokratien inszeniert und darstellt, ja, wie sie überhaupt zu rechtfertigen ist. Neben ihrer wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit wirkt Juliane Redentisch als engagierte Intellektuelle auch in eine interessierte Öffentlichkeit hinein. In bester Tradition Lessings scheut sie dabei Kontroversen nicht, wenn sie etwa in einer Apologie der Ästhetisierung formuliert, die konträr zur gängigen Kulturkritik am Verkünsteln und Inszenieren von Lebenswelten steht. Oder wenn sie die beständige Anrufung des Politischen im zeitgenössischen Kunstbetrieb hinterfragt und deren unheilige Allianz mit neoliberalen wirtschaftlichen Interessen aufzeigt. In diesem Sinne freue ich mich, liebe Frau Professor Redentisch, Ihnen den Lessing-Preis 2017 des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg überreichen zu dürfen und möchte Sie auf die Bühne bringen. Da sagt man am besten gar nichts mehr danach. Nach so viel Lob, das ist ja schwierig. Mir ist gesagt worden, dass für meinen Dank hier 15 Minuten eingeplant sind und ich habe Ihnen dafür eine Miniatur über Lessings Verhältnis zur Wahrheit mitgebracht. Denn mit Lessing lassen sich, wie ich meine, Probleme besser verstehen, die heute unter dem höchst irreführenden Titel eines postfaktischen Zeitalters diskutiert werden. Von der Wahrheit stellt Hannah Arendt in ihrer Lessing-Preisrede 1959 fest, habe Lessing eine sehr unorthodoxe Auffassung gehabt. Was die Philosophen traditionell häufig bekümmert habe, habe ihn nämlich gefreut. Gemeint ist der Umstand, dass sich die Wahrheit, sobald sie geäußert wird, sofort in eine Meinung unter Meinungen verwandeln, dass sie bestritten und umformuliert, also zu einem Gegenstand des Gesprächs gemacht werden kann. Nicht bloß die Einsicht, dass es die eine Wahrheit unter endlichen Wesen nicht geben kann, sondern die Freude darüber, dass deshalb das Gespräch nicht aufhören wird, solange es Menschen überhaupt gibt, dies kennzeichne, so Arendt, die Größe Lessings. Damit steht Arendt in einer Linie mit Nietzsche, der Lessing ebenfalls für sein unorthodoxes Verhältnis zur Wahrheit gelobt hat. So heißt es in Nietzsches Die Geburt der Tragödie, Lessing sei der ehrlichste theoretische Mensch gewesen, weil er es auszusprechen gewagt habe, dass ihm mehr am Suchen der Wahrheit als an ihr selbst gelegen sei. Tatsächlich war es Lessings tiefe Überzeugung, dass der vermeintliche Besitz der Wahrheit die Menschen ruhig, träge und stolz, also borniert macht, während die rastlose Suche nach der Wahrheit ihre Kräfte erweitert und so der Vervollkommnung der Menschen dient.
Man sollte das jedoch nicht so verstehen, dass Lessing die eigene geistige Beweglichkeit im Zweifelsfall immer wichtiger gewesen ist als irgendein langweiliger Konsens über die Wahrheit. Denn seine intellektuelle Unruhe war eine Unruhe der Wahrheitsorientierung selbst. Und die wird erst dann richtig verständlich, wenn man sich darüber hinaus verdeutlicht, dass sich Lessing nie über den öffentlichen Diskurs erhoben hat, sondern vielmehr überaus engagiert auf ihn bezogen war. So hat Lessing, wie Arendt auch beobachtet hat, selbst noch dort, wo er sich zum Denken zurückzog, nicht aufgehört, zu den anderen hinzusprechen. Das erklärt auch den wesentlich polemischen Zug seines Denkens. Lessings Polemiken sind ja in der Tat legendär. Der selbst bekanntermaßen nicht ganz unpolemische Nietzsche spricht an einer Stelle gar von Lessings durchaus, Zitat, unangenehmer Mischung von Zankteufelei und Biederkeit, Zitat Ende. Aber Lessings philosophische Rauflust und entschiedene Parteilichkeit sind Hinweise darauf, wie man sein unorthodoxes Verhältnis zur Wahrheit genauer verstehen sollte. Dass jeder sagen soll, was ihm Wahrheit dünkt, die Wahrheit selbst hingegen Gott empfohlen sein soll, wie es in einem der berühmtesten Sätze Lessings heißt, bedeutet eine beherzte Verabschiedung eines metaphysischen Konzepts der Wahrheit, nicht aber die Verabschiedung der Wahrheit überhaupt. Vielmehr muss man sie nachmetaphysisch nur entschieden anders denken. Die Einsicht, dass es die eine Wahrheit nicht geben kann, löst nach Lessing nämlich die Wahrheit gerade nicht im Relativismus koexistenter Meinungen auf, vielmehr generiert sie sich allein aus dem leidenschaftlichen Streit um sie. Wie die Alten den Tod gebildet, das ist eine Schrift, die 1769 zum ersten Mal erschienen ist, ist eine Streitschrift gegen Christian Adolf Klotz, dessen Argumente zur antiken Darstellung des Todes von Lessing sehr polemisch zerlegt werden. Der arme Herr Klotz wird in dem gesamten Text auch immer als Herr Klotz angesprochen. Nun, in der Vorrede zu dieser Schrift findet sich auch eine höchst interessante Verteidigung des Genres der Streitschrift selbst. Lessing beginnt mit einer Art Publikumsbeschimpfung, die auf die Streitunlust seiner Zeitgenossen zielt. Dem zeitgenössischen Publikum sei das Streiten oder Zanken nämlich offenbar peinlicher als die Verleumdung oder der Hass. Eine solche Einstellung vertrage sich bestens mit einer Kultur des Selbstdünkels und der Eigenliebe, nicht aber mit der Wahrheit, so Lessing. Tatsächlich habe ein solches Publikum vergessen, Zitat, dass es die Aufklärung so mancher wichtiger Punkte dem bloßen Widerspruche zu danken hat und dass die Menschen über nichts einig seien, wenn sie noch über nichts in der Welt gezankt hätten, Zitat Ende. Es sei zwar vermutlich noch durch keinen Streit die Wahrheit tatsächlich ausgemacht worden, so Lessing weiter, dennoch aber habe die Wahrheit bei jedem Streit gewonnen. Denn der Streit habe, Zitat, den Geist der Prüfung genährt, Vorurteil und Ansehen in einer beständigen Erschütterung erhalten, kurz die geschminkte Unwahrheit verhindert, sich an der Stelle der Wahrheit festzusetzen. Zitat Ende. Nun könnte man diese Stelle vermutlich auch noch so hören, dass die Wahrheit den Menschen eben nie erreichbar ist und ihnen daher nichts anderes übrig bleibt, als durch die Vermeidung von Vorurteilen und Missverständnissen zumindest nach ihr zu streben. Unsere endlichen Perspektiven wären dann jedoch immer noch so verstanden, dass sie uns irgendwie im Weg sind, wenn es darum geht, zur eigentlichen Wahrheit vorzudringen. Ich möchte die Lessingsche Wahrheitstendenz jedoch noch etwas radikaler verstehen, nämlich im Sinne einer entschieden diesseitigen Wahrheitsauffassung, die den Gegensatz zwischen der einen Wahrheit und ihrer bloß perspektivischen Erscheinung tatsächlich hinter sich lässt. Statt die Wahrheit mit der Unabhängigkeit von endlichen Perspektiven gleichzusetzen, muss der Streit der Perspektiven dann als eine notwendige Voraussetzung angenommen werden, die Wahrheit im historischen Prozess, und das heißt immer wieder neu, zu erschließen. Der Streit erfolgt nach diesem Verständnis also gar nicht mehr im Horizont einer unabhängig von ihm gegebenen Wahrheit. Vielmehr geht dieses Verständnis davon aus, dass es die Wahrheit nur in und durch den Streit selbst geben kann. Im Rahmen dieses Streits vermögen die jeweiligen perspektivischen Bestimmungen der Wahrheit durchaus an Allgemeinheit zu gewinnen. Sie sind dann keineswegs mehr nur subjektive oder willkürliche Bestimmungen oder bloße Meinungen. Gleichwohl aber kann keine Bestimmung der Wahrheit die Bedingungen der Endlichkeit aufheben. Und das heißt, auch die als allgemein gültig akzeptierten Bestimmungen
bleiben prinzipiell an die Möglichkeit ihrer Bestreitung ausgesetzt. Diese Möglichkeit zu verteidigen eint denn auch die unruhigen Geister von Lessing über Nietzsche zu Arendt. Nichts, auch das, was ich als Wahrheit festsetzen mag, ist vor dieser Möglichkeit sicher oder sollte es sein. Die Wahrheit muss geschichtlich und das heißt als wesentlich Verliebe gedacht werden. Das aber hat meines Erachtens nun auch noch Konsequenzen für ein Feld, das Arendt in einem Text über Wahrheit und Politik von der Möglichkeit der Bestreitung weitgehend ausnehmen wollte, nämlich das Feld der Tatsachenwahrheiten. Zwar könnten Tatsachen ausgelegt werden, aber das Tatsachenmaterial selbst, so Arendt, sei nicht Gegenstand von Interpretationen. Nun sind aber, das haben Leute wie Bruno Latour oder Hans-Jörg Reinberger in jüngerer Zeit detailliert gezeigt, selbst noch die naturwissenschaftlichen Tatsachenfeststellungen Ergebnis von Vermittlung und Interpretation, sodass auch sie nicht aus dem Raum der Beweisführung herausgenommen werden können. Und auch historische Tatsachenfeststellungen sind nur innerhalb dieses Raums zu haben. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass zuvor überhörte Stimmen und übersehene Perspektiven ebenso wie neu auftauchende Dokumente zuweilen eine bis auf die Ebene des Tatsachenmaterials durchschlagende Neuinterpretation historischer Zusammenhänge nach sich ziehen können. Nun, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die gegenwärtige Diskussion? An der Rede von den alternativen Fakten, der Ausdruck wurde gerade zum Unwort des Jahres 2017 gekürt, ist aus dieser Perspektive interessanterweise weniger der Umstand skandalös, dass bestritten wurde, was allgemein als Tatsache erwiesen scheint, etwa dass zur Amtseinführung von Trump deutlich weniger Menschen anwesend waren, als vom Pressesprecher damals behauptet, sondern dass sich die Falschbehauptung aus dem Raum der Beweisführung meinte, herausnehmen zu können. Der Skandal liegt nicht schon in der Behauptung einer alternativen Tatsachenwahrheit, sondern in der Abkehr von jenem Raum des Gebens und Nehmens von Gründen, an dem jede Wahrheit ihren Prüfstein findet. Und diese Abkehr fand ironischerweise gerade unter Berufung auf einen positivistischen Begriff der Tatsachenwahrheit statt. Mit anderen Worten, das Problem der Rede von Alternative Facts liegt nicht bei Alternatives, sondern bei Facts. Denn die wurden ohne jede Beweisführung, nämlich im Gestus schlichter Faktenfeststellung behauptet. Es ging hier jedenfalls offenkundig nicht darum, die Gegenseite argumentativ von der Evidenz einer alternativen Wahrheit zu überzeugen. Vielmehr wurden die anderen als Gegenüber entwertet, ihr Einsatz im Feld der Gründe von vornherein diskreditiert. Die Berechtigung der öffentlichen Gegenrede wurde sozusagen gegen alle Evidenz kategorisch bestritten. Davon zeugt die auch hierzulande erschreckend um sich greifende Rede von der manipulativen Lügenpresse, ebenso wie die von den politischen Gegnern als korruptem Establishment. Hier, in der Bestreitung des Streits um die Wahrheit, liegt die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs. Denn in dem Maße, wie die politische Macht Opposition und Presse delegitimiert, werden die alternativen Fakten als Alternativen präsentiert, zu denen es selbst keine mehr geben soll. Genau deshalb wird hier die positivistische Sprache der Fakten in genau dem Augenblick gesprochen, in dem die Orientierung der Öffentlichkeit an Wahrheit mit Füßen getreten wird. Deshalb halte ich auch die Diagnose eines postfaktischen Zeitalters für hochgradig irreführend. Sie setzt nicht nur den positivistischen Begriff der Tatsachenwahrheit voraus, der in der von Lessing angeregten Perspektive eher als Teil des Problems, denn als Teil seiner Lösung beschrieben werden muss. Zudem stellt diese Diagnose auf den ganz falschen Problemzusammenhang scharf. Politische Falschbehauptungen, auch Lügen, hat es immer schon gegeben. Neu ist vielmehr der Umstand, dass ihr Nachweis keine großen Konsequenzen mehr hat, weil von politischen Akteuren der gemeinsame Raum bestritten wird, in dem dies der Fall sein könnte. Mit Lessing muss man also sagen, das Problem liegt tiefer und deshalb ist eigentlich alles noch viel schlimmer. Denn gefährdet ist die Wahrheit, auch die Tatsachenwahrheit, nicht schon durch den Umstand, dass dreist bestritten wird, was viel öffentliche Evidenz für sich beanspruchen kann. Gefährdet ist sie dadurch, dass der intersubjektive Raum der Auseinandersetzung negiert wird, in dem allein Wahrheit ihren Ort haben kann. An ihre Stelle tritt dann die bloße Macht. Das ist ein Rahmen, in dem auch Lessings Satz, jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen, absolut zynisch gewendet werden kann. Nun ist unsere Zeit nicht die erste, in der die Wahrheit unter Druck gerät, weil der Raum einer pluralen Öffentlichkeit zerstört zu werden droht,
der das Versprechen enthält, dass sich zwischen den Menschen, und zwar aufgrund ihrer unterschiedlichen Perspektiven, eine gemeinsame Welt bilden kann. In dem Versuch zu bestimmen, was wir brauchen, um diesen Raum zu verteidigen, haben sowohl Hannah Arendt als auch 22 Jahre später, 1981, Agnes Heller in ihren Lessing-Reden auf die Bedeutung der Freundschaft bei Lessing aufmerksam gemacht. Als Dimension der Anerkennung der anderen, gerade in ihrer jeweiligen Differenz, soll die Freundschaft jedem Streit um die Wahrheit vorausgehen. Bei aller Faszination für die Freundschaft als soziales Phänomen scheint mir ihre Ausdehnung auf den Raum des Politischen jedoch ein falsches Ideal zu sein. Denn als politische Kategorie hat die Freundschaft das Problem, dass sie die Differenz von vornherein einhegt, die im Streit um die Wahrheit zur Verhandlung stehen kann. Ein basaler Gleichklang der Freunde ist, wie man weiß, gerade ihrem Streit vorausgesetzt. Die Freundschaft hat mit anderen Worten nicht genug Abstand von der Brüderlichkeit, von der Arendt zu Recht sagt, Lessing habe sie aufgrund ihrer alle Unterschiede verwischenden Distanzlosigkeit ebenso wenig ertragen wie die Einsamkeit. Was aber, wenn man das politische Potenzial Lessings in dieser doppelten Idiosynkrasie erblickte, in einer Unruhe, die ihn an die Öffentlichkeit in genau dem Maße gebunden hat, wie sich diese nicht gegen die Erfahrung der Differenz immunisiert. Eine Unruhe, die den Zerfall der Öffentlichkeit ebenso wenig erträgt wie ihre Schließung und die deshalb auch die Dynamiken bekämpft, in denen das eine ins andere umschlägt. Ein solches Verständnis Lessings hieße dann allerdings auch, sein Vermächtnis gegen harmonisierende Lesarten in Schutz zu nehmen, denen zufolge Freundschaft und Toleranz existenzielle Differenzen und konfligierende Wahrheitsansprüche in Wohlgefallen auflösen sollen. Vielmehr verweist seine Unruhe dann nicht zuletzt auch auf die Notwendigkeit, die von Agnes Heller so schön auf den Punkt gebrachte Paradoxie auszuhalten und auszutragen, dass die Idee der Toleranz die Idee der Intoleranz nicht tolerieren kann und doch die Arbeit der Aufklärung verloren wäre, wenn wir diesen Umstand tolerierten. Mir jedenfalls ist Lessing gerade in dieser Unruhe ein Freund geworden. Schon allein dafür bedanke ich mich bei der Jury und für den ganzen doch sehr überwältigenden Rest auch. Vielen Dank. Ich habe jetzt die große Freude und Ehre, einen musikalischen Beitrag Ihnen anzukündigen, sodass Juliane Rebentisch nicht nur durch viele Gedanken, sondern auch durch ein bisschen Kunst geehrt wird. Anne Imhoff, Künstlerin, Gestalterin im letzten Jahr des Deutschen Pavillons bei der Biennale und auch Gewinnerin des Goldenen Löwen da mit ihrer Installation, und ihre Partnerin Liza Douglas werden zusammen musizieren. Ich bitte Sie jetzt auf die Bühne. Anne Imhoff und Liza Douglas.
sustains the
Vielen Dank, Anne Imhoff und Eliza Douglas. Sie werden jetzt sehen einen kleinen Ausschnitt aus der schon benannten, beschriebenen Aufführung Brilka hier vom Thalia Theater. Die Szene heißt Kindheit in der Sowjetunion. Die Geschichte, wie gesagt, dieses Romans ist ja anhand einer Familie der Versuch, das 20. Jahrhundert in seiner politischen Abfolge zu erzählen und wie vor allen Dingen das politische Jahrhundert auf die Familienmitglieder schicksalhaft einwirkt. Eine Tatsache, der meine Generation möglicherweise als die erste in Deutschland oder auch in Europa, ja möglicherweise mehr oder weniger, wenn sie im Westen geboren ist, frei von ist. Also mein Leben ist bis jetzt nicht gestaltet worden von äußeren politischen Ereignissen. Ich habe das Glück gehabt, und meinen Lebensweg frei entscheiden zu können. Das haben die Figuren in der Brilka, dem achten Leben, nicht. Ihr Leben wird bestimmt von Geschichte. Franziska Hartmann und Lisa Hagmeister mit einer Szene aus Brilka, das achte Leben.
Kindershampoo. Der Katzenpuder mit dem kleinen Kätzchen obendrauf, der im Badezimmerschrank liegt, den wir nicht benutzen dürfen. Das ist die Körperlotion Hygiene und das Parfüm Rot, das Moskau von Stasia, das nach Altsein riecht und Kopfschmerzen bereitet. Es ist die braune, geruchlose Waschseife, die auch wirklich die Waschseife heißt. Braune Schuluniform aus Moskau. Die sogenannte Vietnam-Salbe, die ganz bestialisch stinkt, mit der man sich einreiben muss, wenn eine Erkältung im Anmarsch ist. Blau-weißen dreieckigen Kefirpackungen. Die Milch in Glasflaschen. Beides zu kaufen in den Gastronoms der Stadt, die ansonsten nur ein silberschaubares Angebot abweisen. Sowjetunion! Das bedeutet für Nita und mich die leckere Kondensmilch, die wir heimlich schlecken, und eklige Fischkonserven. Das ist der Tageskalender, der in jeder gut sozialistischen Küche hängt. Mit Rezepten für sozialistische Hausfrauen für jeden Tag. Mit allen wichtigen sozialistischen Festen und Biografien, mit nützlichen, aber weniger sozialistischen Tipps für den Alltag. Es sind die ätzenden Schneeanzüge, in die uns unsere Mama im Winter packt, die man ganz ausziehen muss, wenn man pullern will, ebenso die kratzigen Wollstrümpfe. Es ist der Miesabär mit dem Medaillengürtel, das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Es sind die gelben Gigolis, die schwarzen Wolgas und die weißen Ladas. Rote Plastiksterne-Sticker, die man sich an die Haft brüsten kann mit einem Foto von Lenin als Baby oder als Kind. Es sind die Melodie-Schallplatten und die Maxim-Kassetten, für die man sehr viel Geld hinblättern muss. Ebenso die Gulliver-Bonbons und Kaugummis mit Kaffeegeschmack, die bekanntlich überhaupt keinem einzigen Kind auf der Welt schmecken. Es ist der Schmelzkäse, die Freundschaft. Es ist die Wackelpuppe Wanka Stanka, die wie eine missglückte, hohle Matroschka aus Plastik aussieht. Federhalter aus Plastikwaden mit Kreml-Motiv. Dünne grüne Schulhefte, auf denen Schulheft steht. Schlechte Frisuren. Das ist der Kassettenrekorder Elektronika 302. Ja, Zigaretten der Marke Astra, die Stasia raucht, und die georgische Kosmos. Daria und mein erster Zug auf der Schultoilette war eine Kosmos. Es sind illegal ersteigerte Fotos von ausländischen Schauspielern, meist zu kaufen bei Zigeunern in Unterführungen und vor Metroeingängen. Ja, was noch? Ach ja, die lustig-musikalischen und jede Intelligenz beleidigenden Heimatliebes- und Arbeiterfilme. Sowjetunion! Das bedeutet jeden Abend Vremya und der Fernsehsprecher mit den dicken Brillengläsern, der alle Nachrichten so vorträgt, als würde am nächsten Tag die Welt untergehen. Sowjetunion! Das bedeutet für Nietzsche und mich die ständigen Trauermärsche und Beerdigungsprozessionen, wenn greise KP-Herren zu Grabe getragen werden. Nelken überall, übertragen von allen Fernsehsendern. Hallo, Sowjetunion. Das bedeutet der rote Stern als Spitze des Tannenbaums, die man zu Silvester aufstellt. Sowjetunion, das ist der Ort der Völkerfreundschaften und Folklore-Tänze. Alle sind willkommen. Außer den Ausländern, weil die sind Kapitalisten. Ja, das Ausland eigentlich egal welches ist, Sodom und Gomorra. Ja, das Ausland ist ein böser Ort, von wo bisher kein einziger Sowjetbürger je zurückgekehrt ist. Ist so. Das Ausland, das sind fiese Spione und Menschenhändler. Dort gibt es weiterhin Sklaven und Wörter wie Völkerfreundschaft und Folklore-Tänze. Die kennt man dort nicht. Für Daria und mich bedeutet die Sowjetunion in erster Linie die Familie. Die Familie und eine berühmte Tante im Ausland, die von den bösen Kapitalisten in den Westen verschleppt worden ist. Die Sowjetunion, hey, das sind unsere Freunde, unsere Spiele, unsere Parks, unsere Straßen, unsere Höfe, unsere Vergangenheit und selbstverständlich unsere Zukunft. Die Sowjetunion ist die Kindheit, die ich mit meiner Schwester teile. Sind die unzähligen Komplimente, die Daria zugeworfen bekommt, wie ein Rockstar. Das ist die Vaterlosigkeit. Für Daria und mich bedeutet diese Sowjetunion in erster Linie ein Privileg, das wir beide genießen, weil wir den Nachnamen unseres Großvaters tragen. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass wir unterschiedliche Papas haben? Ja, also, dein Vater ist im Gefängnis und mein Vater ist tot, weil der war ein Held und er ertrank, als er das große Meer überqueren wollte. Und wieso ist mein Vater im Gefängnis? Weil er ein Krimineller ist. Und wieso wollte dein Vater das Meer überqueren, wenn er wusste, dass das nicht geht? War blöd, oder was? Du bist selber blöd. Die meisten Menschen können das nicht, aber Helden können das sehr wohl, deswegen sind sie ja Helden. Ja, wenigstens kommt mein Vater irgendwann wieder. Aber deiner nie. Nie. Tschüss, habe ich gesagt.
Vielen Dank, Lisa Hartmeister und Franziska Hartmann, für diesen kleinen Ausschnitt aus Brilka. Wir sind bei Nino Haratischvili, wie Sie gemerkt haben. Jetzt würde ich gerne Julia Lochte auf die Bühne bitten als Laudatorin für Nino Haratischvili. Julia Lochte ist bei uns am Haus Chefdramaturgin, hat auch einige Stationen als Dramaturgin in verschiedenen anderen Stadttheatern bereits hinter sich, ist auch Hamburgerin und wird Ihnen jetzt die Laudatio halten auf Nino Haratischvili. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Nino, liebe Jury, welch eine großartige Entscheidung, das diesjährige Stipendium des Lessing-Preises an Nino Haratischvili zu vergeben. Sie ist eine der eigenwilligsten, sprachmächtigsten, welthaltigsten und unerschrockensten Stimmen der zeitgenössischen Literatur. Warum? Weil sie etwas zu erzählen hat und weil sie meisterhaft erzählen kann. Als Wanderin zwischen Welten, zwischen Osteuropa und Westeuropa, zwischen Georgien und Deutschland, zwischen ihrer Geburtsstadt Tbilisi und ihrer Wahlheimat Hamburg, ist sie eine wahre Grenzgängerin. Ihre literarische Vermessung der Welt erstellt ganz neue kognitive Landkarten, ein Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie. Ihre kognitiven Landkarten, und das macht ihre Art der Zeitgenossenschaft so besonders, erschließen nicht nur geografisch unbekannte Räume, sondern auch zeitlich, indem sie Gegenwart als etwas Gewordenes aufzeigen. So auch das achte Leben für Brilka. In ihrem 2014 erschienenen Roman erzählt Nino Haratischvili über 6 Generationen den Aufstieg und Fall des Kommunismus von der vorrevolutionären Zeit bis ins Nachwende-Europa aus der Perspektive einer georgischen Familie. Einer Familie, die ebenso verstrickt wie im Widerstreit ist mit den Totalitarismen, Tragödien und Umbrüchen des gottverlassenen 20. Jahrhunderts. Die Erzählerin im Roman, Nica, Sie haben sie eben auf der Bühne gesehen, sagt an einer Stelle: Ich verdanke diese Zeilen einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat. Alle die, die hofften. Ich verdanke diese Zeilen einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hat. Ich verdanke diese Zeilen unendlich vielen vergossenen Tränen. Ich verdanke diese Zeilen mir selber, die die Heimat verließ, um sich zu finden und sich doch zunehmend verlor. Vor genau einem Jahr sind wir, das Team um die Regisseurin Jette Steckel und Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles, für einige Tage zur Vorbereitung der Proben für die Uraufführung von Das achte Leben nach Georgien, nach Tbilisi gereist. Im Gepäck, liebe Nino, deinen Roman und im Kopf die kognitive Landkarte, die er für uns, ihn lesend, schon geworden war. Bei unseren Streifzügen durch das winterliche Tbilisi haben wir erfahren, dass Literatur, in diesem Fall dein Roman, ein sehr guter Gastgeber ist. Und noch etwas anderes haben wir erlebt. Du, liebe Nino, hast das Kunststück vollbracht, selbst die allerbeste Gastgeberin zu sein, obwohl du uns nicht persönlich auf diese Reise begleiten konntest, da du wenige Wochen zuvor eine Tochter geboren hast. Du warst abwesend, anwesend, auf Schritt und Tritt. Wir haben durch dich Menschen getroffen, wie die Schauspielerin Nino Borduli, die damals gerade und bis heute noch daran sitzt, das achte Leben ins Georgische zu übersetzen, oder wie Lascha Bakratze, den Leiter des Literaturinstituts in Tbilisi, der uns über mehrere Stunden in seinem Büro voller Bücher empfing, um uns die bewegte Geschichte Georgiens zu erzählen bis in die Gegenwart. Er war es auch, der uns sagte, wie dankbar er sei für deinen Roman, der, so sagte er, essentiell dazu beitragen kann, die noch nicht wirklich kritisch aufgearbeitete Geschichte, besonders der Sowjetzeit in Georgien, zu verstehen. Im Prinzip hast du sogar aus dem tausende Kilometer entfernten Hamburg über eine Mittelsfrau 2 Taxen gerufen. Das eine, noch mit zerschossener Windschutzscheibe aus dem letzten Krieg mit Russland 2008, das andere mit einer Rückscheibe aus Pappkartons. Taxen, mit denen wir dann ins 100 Kilometer entfernte Gori fuhren, um das dortige Stalin-Museum zu besuchen, mit all seinen bis heute unhinterfragten, befremdlichen Exponaten. Untergebracht in einem in den 50er Jahren eigens dafür errichteten Prachtbau direkt neben dem konservierten, ärmlichen Geburtshaus des Generalissimus,
wie er im achten Leben benannt wird. In einem kurzen Text, Gerüche, schreibt Nino Horatischvili: 1989 wurde ich eingeschult, gleichzeitig wurde im georgischen Tbilisi, meiner Heimatstadt, der Wunsch nach dem Austritt aus dem Sowjetimperium lauter. Am 9. April 1989 löste die Rote Armee gewaltsam eine Kundgebung auf, 19 Menschen starben. Von da an war Russisch die Sprache der Verräter. Das Land begann, nach faulen Eiern zu riechen, mit denen die Menschen die Statuen der sowjetischen Machthaber bewarfen. Eines Tages sah ich aus dem Schulbus, wie der tonnenschwere Lenin vom Sockel gezogen wurde. Später roch das Land nach Kerosin, weil Strom und Gas ausfielen. Es roch nach dem Schweiß der bewaffneten Männer, die sich über Begriffe wie Demokratie und Freiheit nicht einigen konnten. Meine Eltern und ihre Freunde debattierten über die Vorzüge des Kapitalismus. Nur meine Großmutter schüttelte wortlos den Kopf. Warum sie sich nicht freue, frei zu sein, sie, die heimlich verbotene Bücher gelesen hatte. Sie antwortete, dass sie und viele ihrer Gleichen im Staub verschwinden würden, den der Dinosaurier aufwirbeln würde, wenn er fiel. Damals verstand ich sie nicht. Nino Horatischvili schreibt ihre Romane und Theaterstücke auf Deutsch, einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist. Sie wurde 1983 in Tbilisi geboren, damals noch Hauptstadt der Sowjetrepublik Georgien. Nachdem Georgien 1991 seine Unabhängigkeit von der zerfallenden Sowjetunion erklärt hatte, durch Sezessions- und Bürgerkriege ins Chaos gestürzt war, zog Nino Horatischvili im Alter von 12 Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland, genauer in das nordrhein-westfälische Dörfchen Espelkamp. Die Menschen dort blieben mir fremd, sagte sie einmal und weiter. Bald sehnte ich mich nach nichts mehr als nach meiner alten Schulklasse zurück, mit Brennholz oder Kerosin beheizt, nach den dunklen Abenden bei mir zu Hause, dem Stimmwirrwarr meiner Familie und ihrer Freunde, nach diesen Erzählungen, die so oft von Europa handelten. Wie absurd kam es mir vor, als ich eines Tages wahrnahm, dass mein Sehnsuchtsort mir einen Streich gespielt hatte. 2 Jahre später ging ich voller Freude in meine bürgerkriegszerrüttete, heruntergewirtschaftete Heimat zurück. Ja, mit 14 also ging sie ohne ihre Mutter zurück nach Tbilisi, wohnte bei Verwandten und studierte nach dem Abitur am dortigen Filminstitut. 2003 ging sie wieder zurück nach Deutschland und absolvierte ein Regiestudium an der Theaterakademie in Hamburg. Den Winter 2005 verbrachte sie gemeinsam mit der Regisseurin Jette Steckel, mit der sie seither eine enge Freundschaft verbindet, in Moskau, wo beide am Moskauer Theaterinstitut Gites studierten und zusammen in einer Zweiraumwohnung im 10. Stock einer Vorstadtsiedlung wohnten, in der Tschornaja Grasnaja, was so viel wie schmutzige, schwarze Straße bedeutet und die Straße auch beschrieb. Heute lebt Nino Horatischvili in Hamburg, ist Regisseurin, Dramatikerin, Schriftstellerin. 19 Theaterstücke hat sie bislang geschrieben, die an verschiedenen Theatern in Deutschland und Georgien zur Uraufführung kamen und 3 vielbeachtete, preisgekrönte Romane veröffentlicht. 2010 Juja, 2011 Mein sanfter Zwilling, 2014 Das achte Leben für Brilka. Auf die Frage, was brauchen wir in Europa, hat der Schriftsteller Robert Menasse kürzlich in einem Interview gesagt, wir brauchen einen Roman, viele Romane, eine neue Comédie humaine. Das, man muss es erzählen, man muss Realität erzählen. Ich denke in jedem Fall, dass du, liebe Nino, mit jedem deiner Texte genau daran schreibst. Zuweilen wird deine Literatur in Anlehnung an die großen südamerikanischen Erzähler beschrieben als magischer Realismus. Liebe Nino, ich möchte dir vielmehr zurufen, dass was du machst, ist realistische Magie. Und dazu gehört auch, dass du die letzten Seiten deines fast 1300 Seiten dicken Buches leer gelassen hast. Das achte Buch, Brilka, sind weiße Seiten. Weil dieses achte Leben dieser eigenwilligsten aller Romanfiguren ja erst noch gelebt werden muss, um erzählt werden zu können. Oder auch, um Brilkas Vorhaben zu realisieren, aus all dem, was ihr in deinem Roman erzählt wird, ein Tanz- und Theaterstück zu machen. Wir danken dir aus ganzem Herzen dafür, dass wir diese leeren Seiten als Aufforderung verstehen durften, deinen Roman auf die Bühne zu bringen. Auf diese Bühne, wo vor dem roten Teppich der Diktaturen das achte Leben in wenigen... Ist er noch da? Das achte Leben in wenigen Stunden gespielt werden wird. Und wo, noch einmal 5 Stunden später, die Schauspielerin Maya Schöne als Sängerin Kitty am Ende die Zeilen von Camille singen wird. Home is not a harbor, home is where it hurts.
Das könnte, vielleicht gibst du mir recht, Nino, auch ein georgisches Sprichwort sein. Dann hieße es, Sachli Arararis Saguri, Sachli Ikaris Sadats Gliva. Liebe Nino, ich gratuliere dir zum Stipendium des Lessing-Preises und verneige mich vor dir. Deinem Mut, deiner erzählerischen Leidenschaft, die dich angetrieben durch deinen Wunsch, schreibend die Welt zu verstehen und uns daran teilhaben zu lassen, zuletzt für dein neues Buch, aus dem du gleich lesen wirst, bis nach Tschetschenien geführt hast, auf dass sich unsere kognitive Landkarte weiter ausgestaltet. Vielen Dank, Julia Lochte. Carsten Bruster hat wieder die ehrenvolle Aufgabe, den Preis zu übergeben. Ja, liebe Nino Haratischvili, ich komme auch hier zur Begründung des Preisrichterkollegiums für die Entscheidung. Das Stipendium des Lessing-Preises 2017 erhält die in Hamburg lebende Schriftstellerin Nino Haratischvili. Die 1983 in Tiflis geborene Autorin schreibt ihre Theaterstücke und Prosatexte in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, in einem unverwechselbaren, ebenso brillanten wie humorvollen Deutsch. Im Zentrum ihrer Geschichten stehen große Familienepen, fatale Liebesdramen und literarische Mythen, und immer geht es um die Suche nach dem großen Glück. In ihrem dritten und bisher bekanntesten Roman, Das achte Leben für Brilka, verwebt sie die Geschichte einer Familie über 6 Generationen mit dem Weg Georgiens durch das 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Nino Haratischvili steht in der Tradition des magischen Realismus. Sie erzählt auf sehr persönliche Weise über ihr Heimatland und eröffnet zugleich eine neue Perspektive auf die Geschichte Europas. Mit ihrem kritischen Blick und ihrer sprachlichen Authentizität steht die Autorin in der Tradition der Aufklärung und des Werks von Gotthold Ephraim Lessing. Herzlichen Glückwunsch und liebe Nino Haratischvili, ich bitte Sie auf die Bühne, um die Urkunde. Ja, guten Morgen. Ich will auch die ganze Zeit guten Abend sagen. Ich bedanke mich bei der Jury, beim Herrn Kultursenator, bei der Stadt Hamburg und allen Verantwortlichen für diese große Ehre. Und natürlich beim Thalia Theater und ganz besonders bei Julia Lochte für diese wunderbaren Worte. Aber vor allem auch, weil es Julias Idee war, dieses Buch auf die Bühne zu bringen. Ich werde ganz kurz einen kurzen Auszug aus dem Roman vorlesen, der gerade erst frisch fertig wurde und im September bei der Frankfurter Verlagsanstalt erscheinen wird. Das heißt, es ist für mich auch ziemlich Premiere. Und es ist ein ganz kurzer Auszug aus dem, also ein eingestrichener Auszug aus dem Prolog. Das Ganze trägt den Titel, also das Buch Die Katze und der General. Und wie bereits erwähnt, also es geht nicht hauptsächlich darum, aber ein Teil davon spielt in Tschetschenien. 1994, Nura. Sie sah in den Himmel, durch die dichte Wolkenwand erkannte sie einen schmerzlich grellen Kreis. Sie hatte das Gefühl, dass sie durch das blendende Weiß hindurch die glühenden Knochen sehen könnte. Würde sie nur lange genug hinstarren, würde sie nur aushalten, wenn ihre Netzhaut Feuer fing. Aber sie wandte den Blick ab, der Himmel hatte sie in Sekundenschnelle zugezogen und die Wolken trieben Nebel in die Schlucht. Wieder hatte es verachtende Blicke gegeben und sie war über den gesamten Marktplatz vom Geflüster verfolgt worden. Der Nebel zog sich in Windeseile über die Schlucht zusammen. Schwer und leise war er durch die Dörfer geschlichen und hatte mit seinem endlosen Maul alle und alles verschluckt. Es bedurfte größter Anspannung, um das Nächste zu erkennen. Die feuchte Kälte machte die Menschen angestrengter, dünnhäutiger. Die ohnehin fröstelnde Stimmung im Dorf war kaum zu ertragen.
Auf lautlosen Sohlen schlichen die Frauen umher, gingen ihren Alltagsbeschäftigungen nach, während sich die Männer in kleinen Gruppen nachdenklich und geheimnistuerisch in Hinterzimmer zurückzogen. Der Winter würde bald mit seiner für diese Gegend gewohnten Schonungslosigkeit über die Schlucht hereinbrechen. Die Bewohner wappneten sich, stellten sich auf die frostigen, sternenklaren Nächte und eisige Morgenwinde ein. Aber es war auch noch etwas anderes, das in der Luft lag. Nein, vielmehr lauerte es dort und sie konnte es noch nicht in Worte fassen. Sie kannte diese Stimmung nicht. Sie wusste nichts über sie, außer dass sie Gefahr bedeutete. Aber anders als alle wollten sie sich nicht von Sorgen und Ängsten leben lassen. Sie wollte sich auf den ersten Schnee freuen, wie sie es jedes Jahr tat. Sie wollte Schlitten fahren entgegen Mutters Geseufze. Dieses Verhalten schicke sich nicht mehr für eine junge Frau ihres Alters. Sie wollte das Knistern unter ihren Füßen hören, wollte die weiße Decke von den dünnen Ästen der moosgrünen Tannen herunterschütteln und dabei lachen, sinnlos, einfach so, wie sie es schon immer getan hatte. Schließlich war es nichts Neues, dass sich die Alten über sie die Mäuler zerrissen, mit ihren Blicken verdammten. Sie kannte das, sie war daran gewöhnt und auch jetzt, trotz der eisigen Stimmung, trotz der schwer in Worte fassbaren Bedrohung, die in der Luft lag, würde sie sich davon nicht abschrecken lassen, würde nicht den Kopf senken. Sie musste nur kurz die Augen schließen und sich Natalia Ivanovnas dünne, hauchige Stimme anhören, die ihr in ihrem feinen Russisch zuflüsterte: Was ist das für eine Haltung? Geht denn eine stolze Kaukasierin so? Macht den Rücken gerade. Eine Frau mit einem krummen Rücken, mit geduckter Haltung wird sich doch niemals durchsetzen können. Gut so, wie eine Bolschoi-Ballerina. Jawohl, geht doch. Es war leicht, sich die Stimme ihrer Lehrerin ins Gedächtnis zu rufen, sich an sie zu erinnern, war das Leichteste. Schließlich hatte sie ihr die magische Formel beigebracht, die jede Widrigkeit, jeden lästigen Umstand, jede Zumutung des Lebens erträglicher machte. Du musst dich konzentrieren. Fantasie verträgt keine Beliebigkeit und schon gar keine Nachlässigkeit. Du musst sehr präzise sein in dem, was du dir vorstellst. Du musst lernen, deine Wünsche klar und deutlich zu formulieren. Einfach weiteratmen, tief und ebenmäßig weiteratmen, hörte sie Natalia wieder in ihr Ohr hauchen. Atmen und dann die Außenperspektive einschalten. Das tat sie meist auf Anraten ihrer Lehrerin, wenn die Welt um sie herum zu fest wurde, zu hart, zu unbehaglich. Dann wechselte sie einfach die Realität, sie wechselte sie aus wie ein Farbfilter. Das war gar nicht schwer, einfach die Augen zumachen, sich in eine andere Realität vorstellen, mit allen Sinnen, mit der allerhöchsten Konzentration und dann war schon wieder alles anders. Sie wurde zu einer Filmfigur, sie wurde zu einer anderen, beliebigen Person, zu jedem, den sie sich vorzustellen vermochte und von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, seit sie ihre Zauberkraft erlangt hatte, wurde sie kühner und waghalsiger. Früher wagte sie sich in ihrer Vorstellung höchstens zu einem Szenario, in dem sie zum Beispiel eine Ärztin war, irgendwo in einer Stadt, einer großen Stadt voller schönen Parks und Attraktionen, einer Stadt, die einer Kirmes glich, bunt und grell und voller Musik und voller Vergnügen und sie mittendrin. Aber in letzter Zeit war sie meist Maria, die wunderschöne Maria aus der mexikanischen Telenovela Simplemente Maria, die sie zusammen mit den anderen Dorffrauen allabendlich bei den Gasujews im Fernsehen sah. Man hatte den Fernseher wegen des großen Andrangs mithilfe eines mit Klebestreifen fixierten Verlängerungskabels in den Hof gestellt, damit alle Platz finden konnten. In der Telenovela ging es um das einfache Bauernmädchen Maria, die es trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse zu einer ruhmreichen Modedesignerin schaffte, die die sozialen Hürden überwand, obwohl sie ihre Liebe zu dem reichen Juan Carlos der Villa Montenegro nicht leben durfte. Es war schön, Maria zu sein. Und es war auch einfach, sich in Marias Wirklichkeit auszuleihen, da die russisch synchronisierte, farbenfrohe mexikanische Realität so prall und detailreich war. Sie wusste, wie die Räume aussahen, durch die Maria schritt, kannte die Kleider, die sie anhatte, die Gegenstände, die sie berührte und den Rest, ja, den Rest vervollständigte sie sich in ihrem Kopf. Zum Beispiel den Geschmack der Lippen von Juan Carlos de Villar Montenegro, auch wenn ihre Liebe unglücklich war und auch wenn es ihnen nicht vergönnt war, zueinander zu finden, noch konnte sie dies aber nicht mit Gewissheit sagen, noch durfte sie hoffen, immerhin hatte sie noch 122 Folgen vor sich. So war sie wunderschön, geheimnisvoll, aufregend, nahezu mystisch, so wie sie sich immer vorstellte, dass sie sein sollte und nicht wie die, die ihr die Realität aufzwang. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass die Schauspielerin, die Maria verkörperte, Maria Victoria Eugenia Guadalupe Martinez del Rio Moreno Rufo hieß und hatte sich den Namen eingeprägt wie eines der vielen patriotischen Gedichte, die man ihr in der Schule aufgetragen hatte, auswendig zu lernen.
Der Nebel sank tiefer hinab, wie eine Schlange windete er sich durch die Felsen. Hoffentlich würde sie es noch vom Einbruch der Dunkelheit nach Hause schaffen. Die Nacht versprach eisig zu werden. Auf der Hauptstraße war es tatsächlich heller, obwohl das Laternenlicht nur für wenige Meter reichte. Die Umrisse der Wärmturmruinen waren ebenfalls zu erahnen. Sobald sie sich ihnen näherte, hörte sie ihre Klassenlehrerin mit ihrer piepsigen Stimme sprechen. Die kaukasischen Wärmtürme dienten der Bergregion Nordkaukasus als Wachtürme und zur Verteidigung von Familienverbänden sowie als Zuflucht im Angriffsfall. Minjalf, die Hand aus der Nase, sofort. Der Nebel begann sich zu lichten. Im gleichen Augenblick hörte sie ein Auto huben. In der Ferne ertönte ein Ruf. Jemand rief etwas, eine Männerstimme. Sie sah sich um. Aus der Richtung des Aols kam ein Auto angefahren. Nein, es waren zwei. Plötzlich ging das Hupen in einen ununterbrochenen und enervierenden Laut über. Dann wurden wieder Rufe hörbar. Sie blieb stehen und versuchte in der Weite etwas zu erkennen, um den Grund für die unangenehme Unruhe zu erraten, aber leider war es ihr nicht möglich. Das Gedränge und der Lärm ergaben keinen Zusammenhang. Sie versuchte weiterzugehen, aber jetzt näherte sich auch von der anderen Seite ein Wagen. Mit übertriebener Geschwindigkeit raste ein schmutziger Geländewagen an ihr vorbei. Aus dem Fenster ragten die Fahnen und junge Männer in Armeejacken grüllten irgendwas von den Rücksitzen. Zwei weitere Autos, diesmal ein alter Lader, folgten. Auch sie hupten ununterbrochen und einige Männer, die drin saßen, schrien Parolen und patriotische Sprüche. In wenigen Sekunden war die gewohnte Ruhe der Schlucht durch einen undurchdringlichen, fremdartigen Lärm und eine hektische Aufruhr durchbrochen. Sie trat zur Seite und hoffte, die irritierende Karawane möge schnell vorbeiziehen, aber das Gegenteil war der Fall. Wie eine Ameisenarmee tauchten von überall immer mehr Autos auf und rasten durch die Schlucht. Sie fragte sich, ob ein Fest stattfand, eine opulente Hochzeit im Nachbarsdorf vielleicht, aber die Fahnen und das Gegröle und die Überzahl an jungen Männern, all das war verdächtig, nichts davon erinnerte an eine Festlichkeit. Plötzlich hörte sie ihren Namen, sie fuhr zusammen und begann nach dem rufenden Ausschau zu halten. Aber es waren mittlerweile so viele Autos, fast eine Kolonne hatte sich gebildet, eine Kolonne, die um die Wette raste. Sie kniff die Augen fest zusammen und drehte ihren Kopf hin und her. Nura, brüllte jemand durch das Meer aus Motoren und Reifengeräuschen, durch das Hupen, Geschrei und sogar Gesang. Sie erkannte die kratzige Stimme Russlands, ihres ältesten Cousins, und wusste nicht, ob sie Erleichterung oder Enttäuschung empfinden sollte. Er war im gelben und klapprigen 06 seines Vaters unterwegs und hatte die Fensterscheibe runtergekurbelt. Erstaunlicherweise war er ohne seine idiotische Gefolgschaft an testosterongesteuerten Brüdern und Freunden unterwegs. »Steig ein, steig schnell ein«, schrie er aus der Ferne und kam quietschend am Straßenrand zum Stehen. Sie hüpfte schnell auf den Beifahrersitz und noch bevor sie die Tür zugemacht hatte, fuhr er davon. »Ich suche dich schon seit über einer halben Stunde. Bist du irre? Wieso nimmst du die Hauptstraße?« Er wirkte aufgewühlt, er zündete sich eine Zigarette an, obwohl er vor seinem Vater nicht rauchte und es das Auto seines Vaters war. Typisch Rustam, einfach nicht nachdenken, schoss ihr durch den Kopf und sie freute sich über die Wärme, die sie im Wagen vorfand. »Was ist denn los? Warum suchst du mich? Hast du denn nichts mitbekommen?« Sie schüttelte den Kopf, im gleichen Augenblick drehte er das Autoradio auf. Erst kam das bekannte Rauschen, hier in der Schlucht war es gar nicht so einfach, eine Frequenz zu finden. Nicht selten sah man improvisierte, verbogene und zusammengeklebte Antennen, die man in der ewigen Mühe und der Suche nach einem gut hörbaren Sender zusammenmontiert hatte. Für einen Augenblick hatten sie Empfang und einzelne verständliche Worte ertönten aus dem Radio wie Einmarsch, Wehrpflicht, militärische Intervention und Präsident der Russischen Föderation. Ihre Knie wurden weich. Sie traute sich nicht, den Gedanken, der sich ihr die ganze Zeit aufdrängte, zuzulassen. Erst nachdem Rustam wieder auf das Gaspedal trat und sie von der Hauptstraße in die kleine Abzweigung linker Hand einbogen, die zu ihrem Haus und Hof führte und die erfreulicherweise leer war und vollständig im Dunkeln versunken, traute sie sich, die Frage zu stellen. Haben wir Krieg? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Nino Haratischvili. Vielen Dank an Sie. Dieser abendliche Morgen oder morgendliche Abend geht hiermit zu Ende. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, bei den Preisträgerinnen natürlich in allererster Linie, bei den Laudatoren Jola Lochte und Eckhard Knörer, bei Anne Imhoff und Eliza Douglas, bei Franziska Hartmann und Lisa Hagenmeister, Entschuldigung. Lisa Hagenmeister und Franziska Hartmann. Ich hatte es mir vorher gemerkt, jetzt habe ich es wieder vergessen. So.
und entlasse Sie jetzt in den sonntäglichen Morgen in der Hoffnung, dass Sie den ein oder anderen Gedanken und das ein oder andere Gefühl mitnehmen konnten aus dieser Veranstaltung heute Morgen. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Ja, genau.